Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, hier bei unserer SN-15, die gerade in Ruhe durch den Weltraum cruist. Wir werden jetzt nämlich kurz die RCS-Teile testen und deren Effizienz, oh, das geht gut. Wir werden die in Zukunft wahrscheinlich auch beim Landen benötigen. Wir werden den Booster auch nochmal ein bisschen abändern in Zukunft, damit der besser funktioniert. Aber hey, es funktioniert und er funktioniert einwandfrei. Was wir jetzt machen werden, ist den mittleren Booster zu deaktivieren. Dieser ist ja nur für die speziellen Fälle zuständig. Und werden jetzt einen unserer neuen Mods mal testen, den Astrogator-Mod. Im Grunde sowas ähnliches wie, Open Window Planner, wie heißt das Teil? Kann ich nicht nachschauen? Transfer Window Planner, bloß ein bisschen simpler gestaltet. Du siehst einfach den nächsten Startzeitpunkt, der am besten ist. Und wir würden gerne einen zum, wir machen einen zum Mann. Wir brauchen 700 MS dafür. Create Maneuver Node. Und er richtet sich direkt aus. Duration 1 Minute. Time till Burn Time ist 31 Minuten. Und dann sieht man schon, er sagt hier, okay, da musst du hin. Was natürlich genial ist. Und dann sagen wir hier einfach nur noch Vorspulen. Und er macht automatisch das Vorspulen für uns. Was ich natürlich noch genialer finde. Also, von der Seite her echt cool, wie das funktioniert. Oh, schau, und danach haben wir einen riesigen Orbit. Und danach werden wir natürlich wieder zurückfliegen, genauso die Landung einleiten. Genau, bedeutet, wir brauchen genug Treibstoff noch in den Tanks drin, dass wir wieder zurückkommen. Ah, das Ding hat 3000 MS in sich. Das Ding könnte bis zum Moduna fliegen und landen. Das Ding ist natürlich echt heftig und ist der halbe Tank. Wir könnten das Ding auftanken mit unseren zukünftigen SN-Tankern oder sowas. Also wir haben da eine relativ coole Opportunity jetzt gerade gefunden. Schauen, jetzt tippen wir natürlich nochmal kurz in die Atmosphäre. Aber das sollte auch nicht zu schlimm sein. Wir werden nicht tief eindippen. So wie ich das sehe. Nee, nicht. Wie weit ist jetzt noch? Time. Ah, okay, weil wir in der Nähe schon sind. Er würde sagen, dass wir jetzt schießen sollten. Weil wir halt natürlich nicht den vollen, also nicht viel Kraft haben, aber dafür lange und viel Treibstoff dafür. Wir haben eine ganz andere Taktik wie früher. Und das ist natürlich dann wieder was anderes. Wir schießen natürlich nach unten. Das ist auch nicht unbedingt gut in dieser Position. Genauso müssen, werden wir diese Solarpaneele in der Zukunft austauschen gegen bessere. Ich würde auch gerne andere oder die Füße verändern. Aber, so, jetzt hat 1 Minute 12. 1 Minute 3 ist unsere Time to Shine. 1 Minute 3. Alter, heute sind die Triebwerke aber auch wieder laut, habe ich das Gefühl, du. Wie viel Prozent kriegen wir? 99% Beleuchtung. Ist echt gut. So, das Teil macht sich jetzt natürlich auf den Weg mit voller Schubleistung. So langsam schießt es auch nicht. Also das muss man ja wieder auch sagen. Wir haben hier den Docking Point, rein theoretisch zum Andocken an irgendetwas. Und irgendwo. Was das Ganze ja im Grunde noch besser macht. Unsere SGV geht natürlich auch nach oben, was unsere Burn Time verbessert. Also ich sehe alles nur grün. Ja, aktuell. Wenn wir natürlich in Zukunft die Tanker noch bauen, dafür müssten wir eigentlich nur den hier ausbauen und hier vorne zur Kuppel machen. Dann haben wir ein einwandfrei funktionierendes System. Wir setzen unten und unter die Triebwerksplatte die ein SAS. Und dann funktioniert das einwandfrei. So, schauen wir mal. Also es braucht doch nicht viel. Das Ding ist echt, ich bin begeistert ein bisschen. Und wir natürlich mit dem anderen gegenkoppeln können. Also wirklich, wir tun nur noch das hier oben austauschen gegen eine größere Kuppel. Das war's. Eigentlich, das war's literally. Obwohl, ich würde dazwischen, vielleicht sogar wirklich hierhin, das SAS packen. Und der Rest war's. Oder der Tanker könnte selber alleine auch rumfliegen. Natürlich kriegen wir müssen
um einiges noch verbessern. Wir brauchen dementsprechendes Radio-Equipment und. Das noch benötigt wird, aber ansonsten sind wir gut aufgestellt. Ansonsten sind wir ganz gut aufgestellt. Ich überlege echt, ob wir eine Landung versuchen mit dem Teil heute. Einfach um das Proof of Concept zu zeigen, wie gut das Teil fliegt. Wie aktiv es ist. Oh, jetzt sind wir ein bisschen zu hoch. Aber es macht ja nichts. Wir können einfach hier sagen, umdrehen. Und er wird jetzt zum Beispiel hier noch einen Schub machen aus irgendeinem Grund, Manöver. Aber wahrscheinlich, weil er es erst auf sich anpassen will. Wir verwenden jetzt das RCS, das wir eingepackt hatten. Wo haben wir das eigentlich drin? Ah, da vorne ist der Monotreibstofftank. Stimmt. Und machen jetzt aber auch mit... So können wir natürlich die Höhe diskret anpassen. 100.000, so. Jetzt wird RCS wieder ausgeschaltet. SRS wird ausgeschaltet, um die Lebenszeit zu erhöhen. Und hier ist vorgespult. Was doch immer da oben gerade rumschwebt. Guck dir das an. Kürzeste Entfernung. Zu was denn? Hä? Check ich was nicht? Wir machen jetzt mal wieder das Teil zu. Also, ihr seht schon, das ist ein relativ cooles Plugin. Wir haben zum Glück am Mann einige Systeme, die uns hier helfen können, Abhilfe schaffen können jederzeit. So. Auf normal und hier vorspulen. Ich habe doch gesagt vorspulen. Hierher vorspulen. Ich hasse es. Hierher vorspulen. Ja, ja, komm, spul, 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 yes. Gut, wir werden Maneuver Point hinzufügen. Und zu machen. Er schluckt das Ganze. Circa. Sollte funktionieren. Ich will halt noch tiefer. So, perfekt. Okay, dann richten wir uns mal Richtung Manöverpoint aus. Machen uns daher ready. Ich will dieses Proof of Concept, das will ich gerade. Ich will sehen, ob das Ding landen kann und rein theoretisch zurückfliegen kann. Das sind zwei wichtige Punkte, die natürlich es genial machen. Wenn wir den Booster verstärken könnten, natürlich noch am Ende, dass der noch stärker ist, noch aktiver, wäre das natürlich noch genialer, weil wir dann noch mehr Treibstoff oder weniger Treibstoff in der Hauptstage verwenden müssten. Die echte SN15 soll ja getankt werden. Ich weiß nicht mal, ob die so weit rein theoretisch kommen würde. Aber wir sehen auch schon, dass wir zum Beispiel hier da und andere Verbindungen haben, einfach weil es einfacher ist für das System, die so zu verwenden. Wir haben 31 Sekunden Schubzeit. Wir schauen mal auch schnell, was unsere Triebwerke noch an Schüben übrig haben. 18 Stück, ja, das ist lukrativ. Wir haben auch jetzt haben wir eine SGV von 5. Okay, dann spulen wir noch ein bisschen vor. Noch ein bisschen vorspulen. Zack, und wir bremsen runter. Wir ändern uns in ein Orbit. Also wie gesagt, die richtige Rakete sollte das dann nicht so machen. Aber wir haben immer noch 2000 MS angeblich im Tank drin. Von daher ist das alles noch Proof of Concept. Im Grunde. Im Grunde ist das Proof of Concept. Okay, und jetzt wird hier vorgespult. Das können wir natürlich abbrechen. Nein,
hier vorspulen. Jetzt testen wir die Lande-Capabilities von dem Teil. Einfach mal so schnell. Wie schaut es mit Energiebedarf aus? Unendlich nach ihm aktuell. Dann wird jetzt RCS aktiviert, um die Kurve zu kriegen. Zack. Ah, schau, wie gut. Oh. Das sind so Raketen, die ich mag. Gerade auch, wenn mich jetzt hier so ein bisschen die Drehung verwirrt. Aber hey. Nee, bis andersrum. Sonst wird mir noch ganz schlecht am Ende. So, wie schaut es hier von der Oberfläche aus? Ich hätte da vorne, da würde ich irgendwo landen versuchen. Zack. Hier vorspulen, schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Wir machen nicht keinen Suicide Burn, wir machen die langsame Variante. Die Slow and Steady Variante im Grunde. Jetzt werden aber erstmal die Solarpaneele bitte eingefahren. Da muss ich auch dann wieder mal in die Action-Gruppe reinpacken oder sowas. Aber falls wir kippen, sollen wir keine Solarpaneele verlieren. Wir burnen jetzt ein bisschen Treibstoff. Es könnte ganz schön an unseren Reserven nagen. Also es könnte sein, dass wir abstürzen. Ah, dann wissen wir, dass wir da nachtanken müssten in dem Fall. Das wäre ja schon mal auch wieder eine Einsicht. So. Okay. Wir fallen jetzt Richtung Boden, 6000 Meter noch. Aber schaut gut aus, das schaut gut aus. Rein theoretisch, wenn du es richtig bescheuert machen willst, baust du hier oben einen riesigen Dockingport ein und machst es hier oben noch als einzelnen Länder, sozusagen, dass die Booster-Stage oben bleibt und du ein ganz wenig mit Min-Booster das Ding... Das wäre echt eine geile Idee. Aber ist ja auch irgendwie nicht Proof of Concept von dem zweistagigen System am Ende. Weil das ist natürlich auch ein Breaking Point, wo dir die Rakete kaputt gehen kannst am Ende. Ist natürlich auch wieder so eine Sache. Oh, jetzt haben wir gespeichert, wie scheint. Wir gehen jetzt runter. Weiter vorspulen, darf ich? Nein, doch, ich darf vorspulen. Okay, jetzt halt würde ich auch nochmal die Booster starten. Weil wir erreichen langsam die kritische Höhe. Schaffen die das auch? Yo, ich kann mit RCS auch bremsen. Das macht natürlich das ganze Proof of Concept noch einfacher. Beine ausfahren. Wir sind ready for Takedown. Touchdown. Wie schaut es mit denen aus? 13 Zündungen noch. Also von daher wird es eh nicht schlimm sein. Aber dann können wir das Monotreibstoff, den verbrauchen wir eh fast gar nicht. Wofür habe ich den ganzen Monotreibstoff? Warum mache ich jetzt wieder da? Ah, das ist Entfernungsschatten, okay. Auch komisch. Auch weird, auch weird. 200 Meter noch. Unsere Remote SN15 landet auf der Oberfläche vom Mann. Das ist natürlich auch etwas. 80 Meter. Das muss ja auch rein theoretisch heißen, dass wir voll leicht sind, weil wie kann denn so wenig Mono... Ah ne, warte mal, sind das Monotreibstoff? Das sind gar keine Monotreibstoffteile. Gut zu wissen, dann brauche ich gar nicht oben den Monotreibstoff.
Landung erfolgreich. Da 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 da. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Wir haben offiziell unsere SN15 das erste Mal nach einem erfolgreichen Start mit Booster in den Orbit gebracht, auf dem Mann gelandet. Und die nächste Herausforderung wird sein, das mit so wenig Treibstoff wie möglich wieder Richtung Erde zu bringen und zu landen. Ob das funktioniert, sehen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.